Hi Leute und willkommen zurück zu einer neuen Episode von Let's Play New Super Mario Bros. U Deluxe. Heute geht's weiter mit unserem nächsten Level und den Boss von der Candice Minen. Ihr seht, viel bleibt nicht mehr zu tun und nicht was wir in dem Part machen, also wird das ein eher kurzer Part tatsächlich. Aber es will halt noch nicht mit der anderen Welt jetzt hier in dem Part anfangen, aber das sehen wir dann. Schön, dass ihr da eingeschaltet habt zur neuen Folge. Der letzte war ja bis auf ein Level weitestgehend wirklich ohne Probleme machbar. Hier sieht, kleiner Spoiler, wieder anders aus. Aber man hier bisschen Sprint und Spring Skills hat, ist das machbar. Ich hab die Sattnis, die wisst. Ja, nee, wenn man sich hier konzentriert, ist das Level machbar. Und das muss man dann halt auch mal machen, ne? Aber wenn man das macht, ist das eigentlich kein Problem. Also, nächster Versuch. Also in dieser Welt gab es ein paar Kotzlevel und dieses Spiel ist gerade, aber ich glaube, ja, im Großen und Ganzen ist dieser Digga, natürlich! Ey, das ist doch beschissen hier, dieser. Ah, nee. Jetzt sind kein Bock auf das. Nee. Ätzend hoch 5 ist dieses Level. Ich hatte es. Gott, ich erinnere mich daran. Das lange Level im letzten Part war nicht mal ätzend. Das war dieses Level hier. Ich glaube, da kommt nicht später auch nochmal vor. Ich behinderte Siebe drücke. Hier bleibe ich einfach drauf. Ja, na gut, wenn man hier auf Side spielt, ist das machbar. Das heißt, es hat nicht beeilt an Stellen, wo es wirklich sinnvoller wäre zu warten. Gerade ist, weil ich durch Gegner nicht gekillt werden kann. Sondern nur das Runterfallen oder eben schlechte Skills. Als ob man das Wissen drin landen kann, Alter! Ja, natürlich! Was auch sonst? What the fuck auch sonst? Das ist doch so göttlich. Aber sonst gilt, wenn man das ja auf Side spielt, nochmal ist es machbar. Außer man macht halt wieder so beschissene dumme Fehler, wie ich beide gemacht hätte, die mir jetzt beide mal wieder Leben kocht. Ja, die eine Stelle ist ja behindert schwer, weil ihr müsst hier mehrere Sachen gleichzeitig tun, springen und hüpfen. Ne, das ist ernst gemeint. So, Spuder muss los. Muss ganz, ganz dringend los. Und es hat, dass Mopsy das Einquetschen auch sterben kann. Also wissen wir jetzt, Mopsy ist wirklich nur. Onris hast nur gegen Gegner immun. Es wundert zwar, dass Mobs jetzt hier oben nicht eingeklemmt wird, aber mir soll's Rest sein.
Gut. I freeze the midway flag. That's good. That's very, very good. Aber bekanntlicherweise wird's behinderter danach. Alles. Ja, moin. Ihr müsst mehr oder weniger nur vom Mittelteil springen und hoffen, dass man... Ey, die Stelle hier wird jetzt so hart ätzend, Digga. Die Scheiße hier wird so hart ätzend. Naja, es geht eigentlich. Wenn man hier nicht gerade große Dummheitsfehler macht, ist das... War zumindest bis jetzt machbar. Ab jetzt kann es einfach nur ätzend werden. Nein! Digga. Digga, wenn ich da jetzt gestorben wäre, ich hätte so einen mega krass harten... Red Squid des Todes bekommen. Ich war ein bisschen kurz davor. Ich bin so froh, dass das Part geblieben ist. Digga, es wäre gestorben. Es wäre so hart gestorben. Ja. Und hier baut es so eine Szene zusammen oder Brücke, wie man es auch nennen mag, einfach um schneller dahin zu kommen. Also außen rum zu gehen, ist auch gesickter. Und hier ist das Castle. Moment. Hashtag how to. I get it. Let's go into the Todd House. Okay, wir dürfen wieder kein Bowser erwischen. Wir. Ne, aus den Augen verloren. Reinste Glückssache jetzt hier. Ich hab geraten. Okay, wo wäre das andere gewesen? Ach Gott, beide vorne. Ja, immer eine 1 habe ich hier, ne? Auch wenn es komplettes Raten war. Hat es auch vor allem zumal gelohnt. Und es ist wirklich komplettes Raten. Gut, dass ich alles an dem Grund habe, was ich halt zuerst machen wollte. So. Okay, dann let's go right now into the castle von der Welt. Muhahaha. Okay. So hart lachen kritisch ist es. Oh nein. Nicht wieder so eine Scheiße hier. Digga. Ich glaube, es kann von Dingern auch zerquetscht werden. Man will es aber nicht wissen, ob man es wirklich kann. So. Hier gilt, man sollte halt nicht allzu viel Fehler bauen und dann passt es schon. Behaupte ist so. Mindest. Nein. Okay, das war ein Fehler. Digga, das Level ist so hart ätzend. Ey, was soll man erwarten? Es wird nun mal nicht einfacher. Nochmal, es will mit Mobs hier, aber es haben kein Game Over zu bekommen. Irgendwie. Da will ich es nämlich um Biegen und Pressen vermeiden. Zumal es richtig scheiße wäre, dieses hier zu bekommen. Oh. Einfach.
Ja, ich wäre richtig scheiße, das hier zu bekommen, einfach weil ich dann nochmal irgendwie die Hälfte der Welt nochmal machen musste. Da bekomme ich die beim Anfang von der nächsten Welt. Wisst ihr, was ich meine? Weil da muss ich nicht so viel, bis zum Teil sogar gar nichts nachholen. Nachdem, wie gut man es ist. Ja, tu das! Digga! Ich bin da nicht gerannt! Aber Kopf hoch! Oh, das wird das größte. Ich will hier kein Game Over. Dann trade sich hier so hart raus und hab keinen Bock auf diese Scheiße. No soak. Natürlich ist er auch normal! Digga, das ist so scheiße! Digga, das ist die ätzendste Karte, aber das war auch eine der ätzendsten, ich erinnere mich. Oh nein, tötet mich bitte. Tötet es, bevor es Eier legt, tötet mich, bevor es Eier legt. Wie gesagt, die Level sind eigentlich gar nicht so schlimm, wenn man weiß, was man machen muss. Wenn man das how to know weiß. Wenn man das how to nicht weiß, ist man ein bisschen angearscht. I would mit der Flag bam. Wir kommen, der Rest überlebe es auch noch. Meistens nämlich nur der erste Teil ätzend. Der zweite. Ich habe es bis zum Boss überlebt. Aber jetzt geht auch nichts massiv, weil die Bosse, die geht eigentlich immer. Größtenteils. Außerdem auch eine Lava-Scheiße, aber das ist hier, glaube ich, seltenst bei diesem Spieltyp der Fall, wenn man das alles täuscht. Ich habe nur ein 2D-Sumpen-Run, kein 3D-Sumpen. Wisst ihr bei 3D-Land, dass mich bei einer Kanone von der Sache, die wird selbst geschossen, gar nicht selbst geschossen wird. Und ist dann wegen dieser Scheiße Game Over hab und übelst krass verkacke, ne? Oh, man kann hier runter. Ich warte, bis du runterkommst. Alles andere ist mir so gewagt. Muss ich überhaupt machen? Muss ich auf den Typen hier drauf springen oder? Kann man mir erklären, was ich hier eigentlich machen muss? So rein theoretisch zumindest mal. Kannst du mit deinem fetten Arsch jetzt mal runterkommen und unten bleiben? Und so kann ich diesen Boss irgendwie überleben. Und zwar nur so. Und bevor er, Achtung, es hört es falsch an, seine dicke Kanone wieder auspackt.
Ja, der Boss mit seinen dicken Kanonen ist ja normal, ne? Ja, aber da freut sich hier unser Mopsi. Bin gleich da, Mystery. So, da freut sich unser Mopsi. Wunderbar. So, ging ja mal relativ leicht und ja, ne? Ich glaube, jetzt geht's schon in die nächste Welt. Ich glaube, 3 oder 4 haben wir noch vor uns, damit es alles täuscht. Jetzt kommt erstmal die tolle Wolkenwelt. Aber wir speisern erstmal. Speisern beendet, sehr schön. Yay, die mag ich, die ist cool, an die erinnert es mich noch. In der zuckerwarten Wolkenzone geht's im nächsten Part weiter. Das Grusel-Wusel-Level, was heißt, Rest ging. Also, wir nähern uns langsam euch zu dem Ende. Und jetzt bedanke ich mich ganz herzlich beim Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und ciao!